Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Reiche Frucht aus unserem Leben. Wir wissen, dass Frucht bringen etwas ist, was Gott schenkt. Er gibt das Wachstum und Gedeihen. Das kann nur er tun. Aber was ist eigentlich unser Job? Was haben wir zu tun? Nun, wir müssen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Frucht gut wachsen kann, dass sie gut hervorkommen kann. Das geschieht nicht automatisch. Denk beispielsweise an einen Bauern. Der muss den Boden bearbeiten erstmal, vielleicht von Steinen befreien. Der muss einsehen. Der muss über das Wachstum so ein bisschen wachen. Ist da Gefahr? Ist es zu trocken? Ist es zu nass? Sind da Schädlinge? Und er muss entsprechend eingreifen. Ist da vielleicht Unkraut, was das Angepflanzte überwuchern könnte? Und er greift dann ein und bewacht einfach das Wachstum. Er sorgt dafür, dass es gut hervorkommen kann. Und genauso ist es für uns. Das geschieht nicht automatisch. Das weiß jeder, der einen Garten hat und darin arbeitet. Man muss es bewachen. Man muss arbeiten, damit die Frucht geschützt ist. Damit die Rahmenbedingungen gut sind. Schau beispielsweise, ist da Unkraut, was die Frucht deines Lebens überwuchern könnte? Wie Jesus sagt, der Betrug des Reichtums, die Sorgen der Welt, Dinge, die einfach das, was Gott hervorbringen möchte, zerstören, überwuchern, klein halten. Ist da vielleicht Dürre, dass nur so eine mickrige Frucht kommt, weil da nicht genug Bewässerung durch das Wort Gottes ist? Ja. Sind da irgendwelche Dinge wie Schädlinge, Gewürm, Ungeziefer, die sich in die Frucht reinbohren, ganz innen und die Frucht verderben? Negative Gedanken, Bitterkeit, Unvergebenheit, irgendwelche Dinge, die das, was Gott hervorbringen möchte, klein und unansehnlich machen oder gar verderben. Da besteht Gefahr, Fäulnis, Pilzbefall, alles Mögliche, was die Frucht verderben kann. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir da in der richtigen Art und Weise mit dem Herrn verbunden sind. Denn die Rahmenbedingungen für die Frucht ist, dass du mit ihm in Verbindung stehst. Durch sein Wort, durch Gemeinschaft mit anderen, durch regelmäßiges Gebet, durch Lobpreis vor allen Dingen, wo das einfach möglich ist, der Freiraum ist, dass die gute Frucht hervorkommt. Schau, der Feind möchte, dass du ein kleines, mickriges, erbärmliches Pflänzchen bist, was gar keine Frucht hervorbringt, sondern ums blanke Überleben kämpft. Aber Gott möchte, dass du wächst, blühst und gedeihst, immer mehr und viel Frucht hervorbringst. Aber die Rahmenbedingungen dafür schaffst du. Er gibt das Wachstum, du sorgst dafür, dass es gut wachsen kann. In dem Sinne wünsche ich dir von Herzen, dass reiche, reiche Frucht in deinem Leben kommt. Dass das, was der Herr hineingelegt hat, dass das wirklich hervorkommt. Und dass du auf der einen Seite sehr entspannt bist, was das Wachstum angeht, auf der anderen Seite weißt, wo deine Verantwortung dafür ist. Ich glaube, Gott hat wirklich viel Frucht.